Münchner Flughafen, heute Morgen 10 Uhr. 2 Monate nach dem Gewinn des Stanley Cups darf Tom Kühnhackl sein liebstes Baby wieder hochhalten. Die begehrteste Eishockey-Trophäe der Welt ist ein sehr alter Herr, 123 Jahre, passt kaum ins Auto und wird natürlich eskortiert mit 230 km/h. So schnell fuhr der Stanley Cup noch nie, geht's in die Heimatstadt vom 24-Jährigen. Zuerst ins Landshut Eisstadion, hier hat der Champion aus Nordamerikas Profiliga als 4-Jähriger begonnen. In der Kabine, in dem Stadion hat alles vor, ja. Knapp 20 Jahren angefangen und ja, für mich war es eine Ehre, dass ich ihn ja, nach Landshut bringen durfte. Heute Mittag der Eintrag ins Goldene Buch, Freundin Alexis, Mutter Silvia und natürlich Vater Erich sind ins Rathaus gekommen. Früher haben sie mal gesagt, das ist der Sohn von Erich. Und jetzt sagen sie halt, das ist der Vater von Tom. Aber ich finde es ja schön, finde es ja toll. Und ich glaube, da denkt jeder Vater so. Von Tom Kühnhackl erhofft sich die Eishockeystadt Landshut frischen Wind, um vielleicht auch bald wieder in Deutschland erstklassig zu sein. Im Feiern waren die Landshuter heute schon top.